Ja, Magdalena, du bist Ja. heute Morgen hier. Wir haben ja dein Thema schon angekündigt. Danke, dass du dir Zeit nimmst auch. Also es ist für uns immer sehr, sehr spannend. Natürlich verbindet uns ganz, ganz viel. Die Teilnehmer sind immer, ja, die kriegen nur ein bisschen von dem Thema mit. Die Ja. wissen von uns manche mehr, manche weniger und auch von dir manche mehr, manche weniger. Aber was hat es denn auf sich mit diesem Thema? Ja, also ich habe ja wirklich. Ja, wie soll ich anfangen? Es ist wirklich schwierig, das Ganze, was mich da ein Leben lang begleitet hat, so in einem Satz zu sagen. Ja. Aber ich glaube, ich habe es so richtig auf den Punkt gebracht, kurz und bündig, dieses seelisch ausgehungert sein. Ja. Und ich habe es wirklich satt, nicht dazu zu gehören. Und ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht darüber, warum, dass ich diesen Titel auch wirklich wähle, was ich wirklich damit in Ausdruck bringen möchte. Und dieses seelisch ausgehungert sein, das ist so eine tiefe Sehnsucht, eine tiefe Traurigkeit. Und durch viele Arbeiten, die ich in den letzten 20 Jahren geleistet habe, mit Selbsterfahrung und so, kam ich immer so an Punkte, wo ich dann immer Hunger hatte. Und ich habe aber nicht gewusst, welchen Hunger ich stillen soll. Und dieses seelisch ausgehungert, das ist einfach der Teil in mir, also ein Teil von mir, das bin ich nicht, aber das ist ein Teil von mir, der ist wirklich ausgehungert da gewesen. Und das war dann die Konsequenz, warum mein Körper angefangen hat zu schreien. Also es ist nur so, dass der Körper ja die einzige Möglichkeit hat, mir zu zeigen, oder die Seele spricht ja durch meinen Körper, was nicht stimmig ist und was nicht stimmt. Und ja, es ist ein langer Weg, den man da geht, aber es hat ja alles einen Sinn. Es gibt nichts, was sinnlos ist. Das ist eine Illusion. Und deshalb bin ich jetzt heute live, weil ich herausgefunden habe, wie man mit dem umgehen kann und wie man diese Sehnsucht nach Verbundensein und das wieder Seele, Geist, Körper, wie man das zusammenkriegt. Und ich habe es gestern wirklich, also gestern war ein Hammertag, so meine Wiedergeburt, wenn ich das so nennen kann. Ich wurde gestern wirklich wiedergeboren. Und ja, also ich kann es in Gefühlen fühlen, das ist unglaublich. Und man kann es auch nicht beschreiben, weil jeder wird seine Erfahrung dazu machen. Aber wichtig ist für mich, wie kriegen wir das einigermaßen wieder hin? Um das zu spüren, ja. Und um das Thema geht es bei mir in der Gruppe. Ich möchte mich da wirklich einbringen, aber auch mit vielen Gruppenmitgliedern diesen wahren, wahrhaftigen Schmerz zu zeigen, darüber zu diskutieren, den wahrzunehmen und einfach wirklich mit den eigenen Worten, so wie es jetzt eben ist, nicht beschönigen, sondern raus damit. Wir sind zurückhaltend, was das anbelangt, und genau dieses Zurückhalten tut weh. Also es ist dieser Schmerz auch, dass ich meine Bedürfnisse nicht wirklich kommuniziere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie da im Intensivprogramm bei euch, ich möchte mich endlich sau wohl fühlen, ich möchte mich wie eine Sau im Morast richtig ahlen und mich dabei richtig geborgen und wohlfühlen. So, das ist wirklich essentiell, und wir getrauen uns nicht, warum auch immer. Das zeigt natürlich unsere Lebensgeschichte auch, was uns hemmt, also wirklich aus dieser Hemmschwelle rauszutreten. Und einfach hinzustehen und sagen, so scheiße, es ist genug. Aber wir getrauen uns das nicht zu sagen. Also das geht dann alles in uns rein, statt dass wir es hier kommunizieren und dem wirklich Ausdruck verleihen. Und gerade so, wie es halt ist, wie es ist. Und naja, wir müssen uns ja nicht schämen, wenn wir halt mal so ein Schimpfwort nehmen. Also es ist ja alles eine Anstandsregelung. Wer hat die Genau.
gestellt. Ja, also, ihr Schweizer ja. seid ja auch so anständig, ne? Genau. Wir sind total korrekt und naja, das gehört sich nicht und vor allem werden wir ja früh getrimmt in der Kindheit. Das macht man nicht, das macht man nicht, das macht man nicht. Und dieses Scheiß, das macht man nicht, das ist mir sowas auf den Geist. Und ich habe dann immer gefragt, dann erklär mir bitte, warum mir du das sagst. Wenn du eine triftige, wirkliche Erklärung dafür hast, warum dass man das nicht macht, na dann kann ich vielleicht darüber sinnieren, aber vorher nicht und dann mache ich das. Und ich habe gemerkt, in der Gesellschaft, die hat dir keine Antwort, die wiederholt einfach diese Phrase. Das macht man nicht. So, aber es sagt dir keiner, warum. Ja, vielleicht fragen wir mal auch in die Runde, ja, also wir haben ja viele Zuschauer hier heute Morgen, wer das kennt, ja, also dieses, wenn du das Gefühl hast, ey, ich will doch eigentlich jetzt ganz was anders machen, aber das macht man ja nicht, ja, also, ne, also dieses schön brav, schön dezent, lieber eher leise, ne, eher so, und das, ja, also wer das kennt, vielleicht einfach mal reinschreiben, ja, mal dieses, ja, kenne ich auch aus der Kindheit oder auch noch, das zieht sich ja weiter, ne, also wir haben ja auch deine Lebensgeschichte angeguckt, Magdalena, und da war ja immer wieder ganz klar der Fokus auf diesen Funktionieren, schon als Kind einfach, ne, lieber im Stillen, lieber brav, lieber helfen und gut sein, ne, das gute Mädchen, das brave Mädchen auch und ja, wie du schon gesagt hast, ja, der Moment im Seminar, ne, dieses, ich will einfach nur, ja, also dieses Scheiße rauslassen, ja, ich will eine Sau sein, was dann einfach nur so rausgeploppt ist, so, ja, so aus halt dem Moment. So wie halt ein kleines Kind halt, ne, also so in dieses Gefühl hereingehen, dass wir als Kinder eben kannten, dieses Ausprobieren und auch einfach rausknallen, ja, also die Sachen. ohne Grenzen in dem Sinn, ne, also und dann irgendwo nur noch zu funktionieren in so einem Korsett, das wir dann aufrechterhalten. Ja, genau. Also dieses Korsett ist ja genau das, wo wir uns so wahnsinnig einengen. Und das ist ja diese Sehnsucht, statt expandieren, also sich wirklich zu öffnen, machen wir das Umgekehrte. Wir stopfen alles rein. Dazu kommt ja noch diese Schmerzen. Ja, meine Seele hat einfach nicht das gekriegt von mir, was sie wirklich brauchte. Und es ist nicht das, was ich wollte, sondern wir haben ein Brauchen und ein Wollen. Und dieser Unterschied ist frappant, weil es gibt da wirklich große Unterschiede. Was brauche ich jetzt gerade wirklich? Oder was will mein Ego? Und oft ist es ja so, dass dann Ego bestimmt und wir die innere leise Stimme einfach mit dem Mind übertönen und dann diese feine, wundervolle Stimme in uns einfach nicht sprechen lassen. Ja. Wir wollen es nicht hören, weil wir eben konditioniert durch diese Welt, durch halt alle Rahmenbedingungen, die wir durchlaufen haben, einfach geprägt sind. Ja. Und eben da halten wir uns viel zu stark zurück. Und das macht weh. Also das macht wirklich weh, weil ich bin der Überzeugung, dass der Mensch hierher gekommen ist, um wirklich lustvoll das Leben zu genießen und dass wir hier alle Möglichkeiten haben und die Aufgabe, die wir als Seele hier anpacken, und da ist ja jeder großartig, es ist jede Seele, die sich manifestiert hat in einem Körper, ist großartig mutig. Das möchte ich wirklich betonen, weil es ist so, das müssen wir, das ist so, weil die anderen Seelen, die schauen uns jetzt noch zu und die sagen, nee, da will ich nicht in den Körper rein und nee, das ist zu anstrengend. Es ist eine Herausforderung für jede Seele, die jetzt hier auf der Erde lebt, egal in welchem Zustand sie ist, es ist mutig. Ja. Und ich habe meine Essenz und ich finde das total lässig, also Schweizerdeutsch natürlich lässig. Lässig, ja. weil ich das immer war, aber für mich war es wirklich so, dass diese Essenz für mich normal war. Und auch das habe ich ja durch euer Programm nochmal richtig bestätigt bekommen. Und ich bin so wahr, weil ich lasse mich gern inspirieren, aber dass ich wirklich eine Inspiration für andere Menschen sein darf und ich diese Gabe als Seele mit auf die Erde genommen habe, ich habe sie einfach nicht ausgepackt.
Und dieses hat sie gut Auspacken, behütet. Genau. Und genau. Und dieses Auspacken, da möchte ich wirklich jeder, der jetzt zuschaut oder auch später in der Aufzeichnung und alle, die noch in die Gruppe kommen und so, packt aus. Packt aus, haltet euch nicht zurück, weil das braucht die Erde. Die Erde braucht uns. Und es ist einfach vielen noch nicht wirklich bewusst, was wir damit wirklich bewirken können. Und meine Motivation jetzt echt, also ich meine, ich bin ja wirklich Social Media technisch nicht wirklich, ich habe da so meine Schwierigkeiten, ich habe noch meine Widerstände, warum auch immer. Lustigerweise habe ich die älteste Tochter ist Master of Social Media, also wow, richtig. Aber ich möchte Inspiration sein und die Menschen wirklich motivieren, sich zu zeigen. Und ich habe jetzt gemerkt, was das bedeutet, wenn man sich zeigt. Und jetzt komme ich noch zum nächsten Schritt, weil das dazu zu gehören. Mhm. Es ist ja, ich habe das in meiner Fanpage, du bist es satt, wirklich, weil jetzt Schluss, aus damit und ich will jetzt dazu zu gehören. Die Frage ist jetzt nur, was verstehen wir darunter? Und auch diese Frage habe ich natürlich für mich geklärt. Das ist für viele noch nicht so greifbar. Erstens ist es so, dass die Hierarchie Körper, Seele, Geist, das ist so eine Hierarchie und wir haben den Körper an erster Stelle gestellt und da muss einfach jetzt nach dem System mal wieder Ordnung reingebracht werden. Und ich habe herausgefunden tatsächlich, dass der Körper nicht an erster Stelle steht, sondern der Geist. Und dann kommt die Seele und dann der Körper. Jetzt haben wir im Laufe von vielen Jahrhunderten und auch in der Entwicklung von der Menschheit immer den Körper an erster Stelle gestellt. Und mein Körper, der hat geschrien, was das Zeug hält. Ja, durch das, dass ich natürlich sehr hochsensibel unterwegs bin und sensitiv, spüre ich die Welt. Und nicht nur meins, sondern eben das in meinem Umfeld und ich konnte das nicht einordnen. Also das heißt, ich war so wenn man so schaut, wie so ein Pott und da ist alles reingekommen und ich habe alles wahrgenommen und ich habe mich dann mit dem anzufangen zu identifizieren. Ja, und dann fängst du an zu analysieren und das ist wirklich scheiße, wirklich auf Deutsch gesagt, das ist nicht richtig, weil... Da oben. Genau, ja. Das passiert nur hier. Du bist halt da oben angesiedelt. Ja, genau, und wir müssen wirklich, das ist etwas, das wir wirklich müssen, normalerweise habe ich dieses Wort herausgestrichen aus meinem Wortschatz, weil wir dürfen. Wir dürfen... Und To-Do-Liste streichen, nur das, was ich wirklich brauche. Also ich habe angefangen, Notizen zu machen am Tag, was brauche ich heute, damit ich glücklich bin? Was braucht mein Körper, was braucht meine Seele, was braucht mein Geist? Und das ist wirklich interessant gewesen, diese 4 Monate jetzt mit euch. Also ich habe mich da wirklich nochmal voll reingehängt, und hatte mich wieder total, wie immer, unter Druck gesetzt. Und gestern habe ich gesagt, Scheiße, das geht weg. Dieser Druck muss raus, weil ich darf jetzt. Und ja, eben dieses Dazuzugehören, nochmal aufzugreifen, es gehört alles dazu. Also alles, was ich bin und was ich sein kann, das stellen wir uns gar nicht, diese Frage. Also das ist etwas, das wir nicht in der Leistungsgesellschaft, wie wir es jetzt haben, thematisiert wird. Was kann ich sein? Dieser Satz hat mich wirklich zum Nachdenken animiert. Was kann ich sein? Das war wirklich so, wow, was könnte ich alles sein? Ja, wenn also mal so dieser Deckel nach oben aufgeht. Wenn du ein Stück weit von denen weggehst, was sollte ich sein, um irgendwo reinzupassen und in dieses, was kann ich alles sein? Ne? Und dieser Satz, der hat mich wirklich tief, tief berührt, weil diese Traurigkeit, nicht zu sein, was wir könnten sein und diese Schöpferkraft in uns zu aktivieren, das bedeutet echt, echt und das ist so, also das muss man gar nicht diskutieren. Wir haben alles in der Hand.
Yes. Also was ja auch auf dem, was auf dem Weg ja auch ganz wichtig war, Magdalena, ich glaube, das muss man auch mal sagen, die Wahl. Ja, also wir haben uns vorhin ja im Vorfeld auch nochmal drüber unterhalten, wie wichtig das ist, dass wir nonstop wählen. Ja, und ob das so ist, diese Wahl, möchte ich einfach mich noch weiter erkennen oder schließe ich da gerade was ab? Ja, oder möchte ich nochmal einsteigen in meine Lebensgeschichte oder schließe ich die ab? Ja, möchte ich nochmal den neuen Weg wählen, ja, oder schließe ich ab, ja, das ist ja nonstop, ja, das ist ja eine Wahl, ja, also gehe ich in die Fülle, ja, oder gehe ich in den Mangel, ja, will ich funktionieren oder möchte ich einfach leben, ja, also das ist ja eine ständige Wahl, ja, und da waren ja auch ganz viel und immer wieder die Wahlen bei dir, na, also schon im Leben, klar, ja, aber da ging das sehr in eine Richtung, ja. Da ging es sehr ins Funktionieren, ins Gutsein, ins, ich sag mal, für andere. Genau. Ja, also es war ja sehr nach außen, ja, für andere alles perfekt machen, eine gute Ehefrau, eine gute Mutter, alles gut machen, ja, also und immer weiter weg von dem, was tut aber dir gut. Genau. Ja, also was. Und da auch wirklich innerhalb der Zusammenarbeit jetzt auch, ne, also wo wir ganz intensiv so mit den Themen auch immer wieder auch da, ne, die Punkte zu merken, ah, ja, worum geht's denn gerade, ja, und ja, da wieder eine Wahl zu treffen, ah, okay, ich mach's anders, ja, als gewohnt, ja, ich steige da aus diesem, wie es immer lief, ja, oder wie ich immer funktioniert habe. Und so kommen wir natürlich Schritt für Schritt immer mehr dahin, das erstmal zu spüren, was ist da in mir, ja? Also, was will ich denn wirklich, ja? Auch so dieses Thema Lebendigkeit, ja? Also auch deinen Körper wieder ganz lebendig zu fühlen, zu spüren, ne? Genau. So aufzuladen, wie so ein kleines Kind auch. Also ich, so die Situationen im Seminar in den 7 Tagen, wo wir unterwegs waren, ja auch, da war ja so viel Kind auch bei dir, ja? Also auch so viel Verrücktheit, so viel, ja, Lebendigkeit, Begeisterung, ne? Das ist ja so, das kennen wir ganz oft nicht mehr. Also es ist alles sehr gedeckelt, alles sehr im Limit. Genau. Ja? Und das, ja, ist ja was, das konnte man bei dir ja so richtig auch miterleben in den 7 Tagen, was da plötzlich so, wow, ja, also da ist noch viel mehr. Ja? Was ja in dem Moment auch ausbricht, ne? Ja, wenn man, ja, den nochmal. Und da kommt ja jetzt auch noch in dein Leben viel, viel mehr und das heißt auch in deine Arbeit. Du bist ja schon immer als Coach tätig, du hast ja schon immer mit Menschen gearbeitet, mhm, aber jetzt halt einfach mit diesem Schwerpunkt, ja, Schwerpunkt, also raus aus dieser Schwere, aus diesem Starren, aus dem so muss es laufen oder so hat es zu funktionieren und immer mehr hin in dieses Weiche auch, was ja auch sehr feurig, sehr lebendig ist. Ja, also immer mehr so diese Seelenanteile auch, ja, also dir geht's ja in deiner Arbeit jetzt mit den Menschen, mit den Frauen, ja auch wirklich um dieses Hinspüren, ja, deine Intuition, ne, die Intuition ja auch ausbreiten, immer mehr dich selber zu leben. Ja. Ja, und weg von diesem Schmerzkörper, also dass der Körper einfach schreien muss, ja, also dass der da so ums Überleben kämpft, um diese Herzqualität ja auch ums Überleben kämpft. Genau, also ich denke einfach auch, dass es wichtig ist, jetzt den Schmerzkörper abzulegen und den können wir abbauen. Und ich weiß, wie es funktioniert. Also ich habe jetzt da wirklich meine Tools auch, wie man denn so sagt. Na, ich habe da, und diese möchte ich wirklich weitergeben. Es ist einfach schön, wenn man den Körper entlastet. Weil der Körper ist unglaublich. Also ich denke da immer, es ist ein Gefährt, das wir benutzen. Aber wir haben aus dem Körper angefangen, jetzt bei mir war es der Fall mit diesen Schmerzen, dass ich ihn angefangen habe auszunutzen. Und ich habe den Körper ausgebeutet, ausgemerkelt, ausgenützt, weil ich die anderen Anteile nicht integriert habe und jeder Part hat dann nicht sein Ding bekommen. Also mein Geist hat, es ist nicht mental, sondern Geist ist was anderes, das ist unser Spirit. Ja. Und genau, und der Spirit, der verlangt ganz andere Dinge als der Mentalkörper. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass einfach mein Kopf funktioniert und von hier bin ich abgeschnitten. Also ich habe wirklich
ich hatte schon als Kind sehr starke Halsschmerzen, Mandelentzündung. Also es war schon immer mein Nacken tut. Ich habe immer gesagt, ich bin eine halbe Portion und mich hat irgendwann mal irgendjemand aufgehängt. Das waren ja alles Rufe. Nur habe ich die nicht wirklich ernst genommen. Und seit ich mich echt ernst nehme, also ich nehme nicht mehr die Menschen ernst rund um mich, sondern mich selbst, meinen Körper, da bekommt alles Gehör. Ja. Und ich habe es wirklich, ich habe so formuliert, dass das Hören, das Gehör, also Sehen ist ja mal eins, aber wenn wir die Augen schließen, dann sind wir bei uns, dann sind wir nicht im Außen abgelenkt. Ja. Mhm. Und wir haben Angst, etwas zu verpassen mit den Augen. Also wir sind so stark mit den Augen fixiert auf alles, dass die Reizüberflutung, also ich spreche jetzt wirklich von diesem Schmerzkörper auch, dass wir wirklich überfüllt sind, überreizt sind und einfach stark sein müssen. Und genau diese Stärke ist unsere Schwäche. Also es ist einfach in der dualen Welt, wie auch jetzt in der Polarität, das ist ja die Herausforderung, die Seele gewählt hat. Aber wie fahre ich oder wie gehe ich mit dieser Leichtigkeit oder mit dem Fluss oder mit dem Wasser oder mit den Gezeiten, Ebbe und Flut, wo bin ich? Tauche ich hier runter oder gehe ich mit der Welle mit? Genau. Also das ist immer diese Wahlmöglichkeit, also dieses Auf und Ab wird und immer so Himmel hoch und jauchzend geht und am anderen Tag sind wir am Boden zerstört. Ich glaube, das ist auch eine Wahl, oder? Eine Entscheidung. Ja. Genau. Und dass diese Balance, ich habe nie begriffen in all diesen Seminaren und Ausbildungen, da hat es immer, ja, du musst einfach loslassen, na toll, was muss ich denn loslassen und was hältst du noch fest, was hältst du, was haltet dich fest und so. Ich glaube, das sind so ganz typische Sachen, ich glaube, die hört man immer. Genau, ja, das also sind sehr leicht gesagt. Genau, ja. Super, und dann steht man da, ne? Genau. Ja, es ist so. Und in all diesen Seminaren, da hat es immer wieder ein paar Dinge, die ich einbauen konnte bei mir, aber also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, zu 90% hat es nicht funktioniert. Genau. Und, ja, das ist ja wirklich krass. Wir geben ja sehr viel Geld aus, also viele bei uns jetzt auch im Programm. Ja. Wir geben unglaublich viel aus und wenn man es jetzt rein finanztechnisch anschaut, Nutzen gleich wenig. Und die Selbstarbeit, die Selbstheilungskraft, also das geht nicht über, es geht nur über Selbstvertrauen. Also es geht wirklich nur um das Göttliche in uns, über unser Licht. Und dieses Licht wirklich wieder anzünden, ist meine Lebensberufung. Also es ist wirklich meine Aufgabe, die Menschen wieder zu ihrem Licht zu führen. Und den Weg müssen alle selber gehen, aber ich kann einfach, was ich einfach zur Verfügung stellen kann, sind meine Tools. Was für mich funktioniert, heißt natürlich noch nicht, dass es wirklich für andere auch so funktionieren soll, aber durch Inspiration und Inputs werden wir kreativ und jeder Mensch kann dann, und jeder Mensch weiß wirklich selbst die Lösung, das ist ja noch krass, oder? Also die Lösung steckt in uns. Ja. Und genau, und die Menschen wirklich und die Frauen und Männer und Kinder, egal, zu animieren, hört euch zu, hört euch wirklich zu und habt Mut, euch zu getrauen, zu sagen, was ihr wirklich braucht. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich sehe einfach so viele Menschen momentan ist die Zeitqualität extrem. Viele Menschen sehe ich jetzt so desorientiert, so irgendwie das Fundament bröckelt und wir müssen ein neues Fundament erschaffen, ein friedliches, ein nicht mehr ein Kämpfen, sondern ein friedvolles Kämpfen bedeutet ja nicht, dass ich da mich mit allem und allem dagegen wehre und Widerstände aufbaue. Ich finde es wichtig, The Peaceful Warrior, das war einer von meinen ersten Filmen, die ich eingezogen habe und ich habe gewusst, es gibt einen Geistführer, das weiß ich, weil sonst hätte ich ja nicht diese Inspirationen.
Und er ist so, so toll. Und alle, die jetzt zuschauen und noch den Film noch nie gesehen haben, bitte schaut den an, weil er sagt wirklich, wie es um uns, wie wir aufgestellt sind. Und ich habe mir jetzt wirklich entschieden, keine Marionette mehr von meinem Ego zu sein oder von der Gesellschaft. Wenn es für mich nicht stimmig ist, das habe ich jetzt auch so mit, wenn für mich etwas nicht stimmig ist, dann höre ich auf meine innere Stimme. Der erste Input, der kommt, der ist wahr, der ist Wahrheit. Alles andere, das Zugemüse, was dann noch kommt, das ist Ego. Und das ist so das, überlegt wieder, ne? Das ist so. Genau. Also der erste, genau, der erste, egal was kommt, egal auf wen du zusteuerst, auf was du begegnest. Ich meine heute die Rehe im Wald. Wow, es war so schön. Und der Input war für mich gerade raus aus dem Scheusein. Also nicht, sich nicht scheuen, die Scheuklappen ablegen, den Horizont erweitern, also das Bewusstsein wirklich öffnen, 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 öffnen. Weil nur durch das Öffnen wir wachsen. Also wir können wirklich nur aus uns herauswachsen, aus dem Kleinsein ins Große gehen, wenn wir halt alles zusammenfügen. Und wir sind nicht, also wir identifizieren uns mit dem Körper, wir sind nicht der Körper, wir haben einen Körper. Und wir haben Gedanken, aber wir sind nicht die Gedanken. Und ständig diese Rechtfertigungen dann, warum und wieso ich irgendwas mache, ich habe einfach wirklich die Schnauze voll gehabt. Es ist fertig, wenn ich was entscheide und ich etwas gewählt habe, warum um Gottes Willen muss ich das jemandem erklären? Es ist krass, oder? Was ich im Außen ständig, warum, und dann erklären mir die Leute ständig, warum. Ja. Und das brauchen wir nicht. Ja, aber das ist ja auch das Ziel, wenn du dahin gehst, also du machst das ja in deiner Begleitung auch, also ich glaube, wir machen das ja auch, es geht darum, wirklich ganz zu sein, ja, und wenn ich sage ja, dann meine ich ja und dann ist es für mich ein hundertprozentiges Ja, oder wenn ich sage nein, dann ist es ein hundertprozentiges Nein, und wir erleben immer wieder dieses Dilemma, in dem Menschen stecken, die sagen zu mir, boah, ich habe total Lust oder ich hätte total gern oder ja, das wäre super. Aber, und dieses Aber, das ist dann sofort das der erste Impuls, ja, wow, ja, ich denke, du kennst das mit der Arbeit, ne? Es will jemand Veränderung, es will jemand diesen Schmerzkörper lassen, und dann kommt dieses Aber, ja? Genau. Ja? Ja, also bei uns ist oft dieses Aber dann, okay, aber ich habe nicht so viel Zeit oder ich habe nicht das Geld oder ne? Also da kommen oder ja ganz viele die Sachen. Anderen denken? Genau. Ja, und oder bringt das überhaupt was? Ja. Ich denke, das ist auch so ein Satz, den wirst du auch hören. Ja, sind dann die Schmerzen wirklich weg oder so, ne? Oder habe ich dann meinen Schmerzkörper, kann ich den überhaupt lassen? Und allein nur dieses Aber macht eigentlich schon den Erfolg schon wieder zunichte, ja? Also es gilt darum, wirklich den ersten Impuls, ja, wie du auch gesagt hast, zu sagen, ja, reinspüren, wenn da ein Ja ist, ja, dann gibt es immer Möglichkeiten, ja, und dann gibt es auch immer auch den Erfolg. Und ich meine, du machst eine intensive Arbeit, du begleitest sehr intensiv, mit Spaß, mit Lust, ja, also Thema Lust ist ja ein großes, ja, und Genuss, das ist einfach ein großes Thema, dass es wieder in die Beweglichkeit, in die Leichtigkeit, in die Lust geht, ja, in dieses Genießen. Weil wer Schmerzen kennt, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der wirklich dieses Schmerzvolle kennt, dass der Körper einfach schmerzt und man weiß gar nicht wirklich, was los ist. Und also dieses täglich auf, du schreibst auch, ne, so dieses täglich aufwachen mit Schmerzen und ins Bett gehen mit Schmerzen, also und dann wird dieses Gefühl, dass etwas nicht Tabletten, stimmt. Ja, also dass es ohne schon fast gar nicht mehr geht, ja, und also wer das kennt, ich meine, wie toll ist es, wenn da der Körper und das ganze System wieder in die Leichtigkeit, in die Lust geht, ja, und in dieses, ja, dann da ist sowieso, wow, go, ne, also Freiheit einfach, und da ist halt auch wichtig, dieser erste Impuls, ja, Mensch, will ich da raus, will ich da dran arbeiten, will ich echt da eine Veränderung auch in meinem Leben erzielen, und ich glaube, die Menschen, wenn zu dir gehen, die Menschen, wenn zu uns gehen, die so ein ganz klares Ja haben, die kommen immer ans Ziel, ja, also die erleben immer dieses Wow, ja. Genau. Ja, ich denke schon,
gerade in unserer Leistungsgesellschaft, ich sehe es, ich war ja auch auf Weltreise, ich war wirklich an vielen Orten auf der Welt und in ärmeren Ländern, auch wenn es ihnen materiell schlechter geht, haben die was bewahrt, was bei uns abhanden gekommen ist und das ist einfach Dasein füreinander. Ja. Dieses Behüten, das nicht Sorgen machen in Bezug zu Angst oder was, sondern wirklich Sorge tragen, ist was ganz anderes. Und die Interpretation in dieser dualen Welt ist natürlich entweder oder. Und ich sage sowohl als auch, oder? Wir müssen das verbinden. Also das heißt auch wieder, das Verbundensein bedeutet sowohl als auch. Weil das einfach für mich wirklich alles beinhaltet. Ja. Also ich entscheide mich nicht entweder oder, weil dann muss ich mich, aber das würde ich auch noch gerne haben. Und wenn ich sage, ja, sowohl als auch, dann fühlt sich das schon viel besser an, weil dann komme ich nicht in einen Druck. Und da entstehen ständig, wirklich ständig neue Inputs. Also der Geist, der ist wirklich dann kreativ. Und dass man dann wirklich in die Ruhe geht, in die Stille geht, also das ist wirklich kein Witz. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich mich mal für mich 5 Minuten, das braucht nicht Stunden. Ich meine, ich bei meiner Ausbildung, da mussten wir stundenlang vor einer Kerze sitzen und sich konzentrieren auf diese Flamme. Und schon da habe ich gedacht, mein Geistfühler hat das schon längst parat. Was muss ich jetzt eine Stunde lang in diese Kerze gucken? Aber für die einen stimmt das, für die anderen stimmt es nicht. Ich will das auch nicht werten und urteilen. Es wird jeder Mensch sein, den ihn finden, wenn er auf die innere Stimme hört. Genau. Ja. Und es ist wirklich, es gibt, also heute haben wir wirklich viele Plattformen, viele Tools. Man muss es einfach ausprobieren. Und es gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Coaches. Und ich glaube einfach, ich habe wirklich im Sinn, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich wollen. Die wirklich sagen, so, jetzt ist Schluss. Und jetzt, egal wie, wann, aber es ist richtig jetzt. Und die Seele entscheidet sowieso, also wir haben es nicht wirklich in der Hand. Wir können da, die Seele entscheidet, wann du reif bist, zum Beispiel für den nächsten Step. Und wenn die Seele natürlich sagt, nee, du gehst jetzt noch keinen Schritt weiter, weil wir müssen diese Erfahrung zusammen noch machen, weil ich das will, nicht weil dein Ego das will. Die Seele hat schon überlegt, was sie möchte in dieser Erfahrungswelt, wo wir jetzt gerade zusammen sind. Und ja, das hat mir natürlich aus der Seelenlehre sehr viel näher gebracht, wie eine Seele wirklich funktioniert. Und deshalb, wir können es nicht erzwingen. Also wir dürfen das nicht unter Druck stellen. Wir sollen einfach im täglichen Leben, wenn nichts, sonst ist einfach da sein. Ja. Präsent sein. Wenn ich eine Karotte rüste, dann bin ich bei dieser Karotte und rüste die und überlege nicht 2 Minuten spät, oder was in 2 Minuten ist. Diese Achtsamkeit, wie ich jetzt live mit euch im Video bin, ich bin jetzt hier und ich bin noch nicht am Mittagessen kochen. Oder einfach schon schon 10 Schritte weiter. Genau. Ja. Und es ist einfach wirklich so, ich möchte das allen wirklich ans Herz legen, macht eure Schritte, weil 3 Schritte voraus, das haut dich jedes Mal wieder zurück, es bringt nichts. Also wir machen dann Rückschritte statt Fortschritte und ich habe es jetzt mit eurem Programm und da möchte ich noch ein bisschen was erzählen, vielleicht, wenn das gut ist. Mit eurem Programm ist es so. Also ich habe mich wirklich an die Regel gehalten, keine Module vorzuarbeiten und auch nicht reinzuschauen, weil genau, und das hat sich ja jetzt noch im Laufe von der Zeit, seit ich dabei bin, ja auch stark entwickelt, also da muss ich euch wirklich ein Bravo sagen, also es ist unglaublich, was da auch geschehen ist, auch von eurer Seite. Und genau, alle die Gruppenmitglieder, die im Programm sind, macht wirklich euer Tempo, ganz wichtig, und Step by Step und nicht gleich aufgeben, wenn es mal nicht funktioniert. Da kann ich ein Liedchen singen oder verzweifeln.
Es ist wirklich toll, wie ihr uns pusht, aber auf eine wahnsinnig liebevolle Art. Ja. Man muss schon dranbleiben. Man muss dranbleiben, weil sonst wäre ich jetzt heute nicht da im Interview. Und ich mag mich erinnern, ich habe meinen Geburtstag am 2. Mai im Oman, in der Wüste, mit meiner ältesten Tochter verbracht. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, dass ich heute, 4 Monate genau später, hier sitze und mit euch ein Live-Video, hätte ich gesagt, auf Facebook, ja, Magdalena. Dann hätte ich gedacht, nee, aber nicht mit mir. 4 Monate durch und ich fühle mich echt wow. Und das hat natürlich auch mit eurem Programm extrem zu tun. Das war nur so dieses Zugemüse. Und ich darf nicht vergessen, du bist nicht umsonst in so einer Gruppe. Und die Menschen, die dich in dem Moment einfach live begleiten, wo du kennenlernen kannst, die haben wirklich alle mit dir zu tun. Und es ist, unsere Themen sind wirklich vermischt und wir gehen aus Gesamtheit wieder raus. Und das ist ja das Ziel von dem Leben, dass wir wieder in die Gemeinschaft, in das Ganze rausgehen. Also das ist ja unsere Aufgabe. Und animiere wirklich die Gruppenmitglieder. Es lohnt sich, egal was dann draus entsteht. Es ist nicht unbedingt jetzt wichtig zu wissen, was kommen darf, aber diese Offenheit zu empfangen, das habe ich jetzt in der Gruppe gelernt. Dafür möchte ich mich wirklich ganz toll bei euch bedanken, weil das habe ich bis jetzt nicht gekonnt. Also ich habe das gelernt, das Empfangen, weil ich immer gegeben habe. Also das war auch so, dass der Schmerzkörper und auch meine Geschichte bis heute, ich habe immer gegeben, ich habe mein letztes Hemd gegeben und war dann wirklich frustriert und enttäuscht, weil die anderen mir ja keine Anerkennung gegeben haben oder mich unterstützt haben. Und wichtig ist dabei, dass das dazu zu gehören. Das war natürlich immer so, dass ich mich als Außenseiterin gesehen habe. Ich war am Rand irgendwo, ich war für alle da, aber niemand hat mich gesehen. Und wie auch, ich habe mich von meinem Körper abgeschnitten und wer sieht schon meinen Kopf? Also, ja, nur so einen Kopf. Ich war nicht aber drin. Der Kopf hat super funktioniert, Magdalena, ja, Jahrzehnte. Ja, er ist auch wirklich toll, aber er muss das Mindset, oder dieses Mindset, das muss man umarbeiten. Ne? Also das geht, es ist, da muss ich ehrlich sagen, es braucht Geduld und das ist wirklich nicht so einfach. Also das muss man mal sagen. Also wenn man immer sagt, die Leichtigkeit und so, da muss man ehrlich sagen, wenn man in sich selbst spürt, dass das dein Weg ist, dann gehst du den. Und egal, welche Schwierigkeiten noch kommen, ja, weil du hast immer zur richtigen Zeit, egal wo du bist, immer wieder so einen Funken, der sagt, komm da. Und es geht wirklich darum, dass man, also wir haben es wirklich in der Hand und das Wählen auch und diese Ängste akzeptieren. Wir haben alle Ängste und es geht ja darum, dass wir die Ängste anerkennen, dass ich sage, ja, ich habe jetzt scheiß Angst, irgendwie rauszugehen oder so, aber wenn wir die Angst nicht anerkennen, dann steht sie ständig vor dem Bildschirm. Und wir können so, das blockiert, aber es ist auch ein Teil von uns. Ja. Und da ist halt wichtig, Magdalena, auch, und ich glaube, das ist ja das auch, wo du immer wieder erfahren hast oder jetzt auch, und zwar das, was da eine Gruppe ausmacht. Ja, also das ist in deiner Arbeit wichtig, wenn die Frauen einfach da zusammenstehen, ja, in unserer Arbeit auch total wichtig, weil dieses... in der Begleitung auch, du bist nicht alleine, ja, es ist einfach jemand da, der die Schritte mit dir geht, ja, also der die Angst einfach mitnimmt, der sagt so, okay, ja, das ist okay, wenn du Angst hast, wir gehen da zusammen. Genau, ja, wir gehen da zusammen. Animiert durchzugehen. Das ist einfach schon nochmal ein Unterschied, ja, wo ich glaube, wo wirklich auch noch richtig reines Coaching wirklich ausmacht, ja, also ob
ja, was es für eine Begleitung ist, ja, also ist da Qualität da, ist da wirklich Know-how da, ist da einfach auch, ja, sind da Fähigkeiten da, wirklich kann ich Menschen wirklich begleiten und das braucht es in so einem Punkt, also wenn du wirklich, wenn jemand sagt, ich will in die Veränderung, ja, ich will wirklich in die Transformation, dann ist es mit einer gescheiten Begleitung einfacher. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwelche Hindernisse gibt oder dass es nicht irgendwelche Hürden gibt oder dass das Leben dann nochmal daherkommt und da was prüft, ja? Und sagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie eisern bist du oder wie sehr willst du das, genau. Ja? Und da ist gut, wenn da eine Hand da ist und die da hält, ja? Und wir sagen ja auch immer, dieser Weg der Berufung oder der Lebensaufgabe, das ist eigentlich der größte Transformationsprozess, den du machen kannst, ja. Was da in geballter Form, ja, oder wirklich in dem, wir haben ja unsere Muster und das haben wir ja alles aufgebaut über Jahrzehnte. Das ist ja nicht irgendwie, dass wir das gestern uns überlegt haben. Das ist ja wirklich aufgebaut in Jahrzehnten. Und dann haben viele immer so die Idee, ja, jetzt schnippe ich mal, ne, so, und dann ist alles weg. Ja, aber wie du sagst, nein, es ist ein täglicher Prozess, es ist wirklich eine tägliche Wahl, auch eine Entscheidung und ein Dranbleiben. Natürlich, wenn ich den Weg gehe und eine super Begleitung habe, dann braucht es nicht wieder Jahrzehnte, damit es irgendwie umsortiert ist, ja, und da wieder so ein, aber es braucht einfach trotzdem auch ein Üben und da ist es natürlich mit Begleitung einfacher. Das merkst du jetzt in deiner Arbeit ja mit den Frauen auch, wo du sagst, ja, klar. Wenn die alleine auf sich gestellt wären, hätten halt so die Tipps und Tricks von dir und so, ne? Das hätte nicht reichen, ja? Ja, genau. Sondern es braucht einfach dieses Miteinandergehen und da wirklich, ja, was ins Leben integrieren, in den Alltag integrieren, ja? Also da passiert ja dann das Wachstum und die Wandlung und ja, die Wandlung ist eigentlich ganz einfach, wenn wir Mitgefühl mit uns selbst entwickeln. Also das ist Mitgefühl mit allem anderen, mit jeder Maus, nur mit dir selbst nicht. Du hilfst allen anderen, aber dir selbst nicht. Ja, dann kann es nicht gedeihen. Also wir machen dann immer Selbstsabotage gleich so, ich darf ja nicht. Und dieses Dürfen, glücklich zu sein und das wirklich ins Leben zu rufen, was wir brauchen. Ja. Es braucht keine Erlaubnis von außen, aber als Kind mussten wir doch ständig um Erlaubnis bitten. Also es durfte keine Schokolade aus dem Schrank geholt werden, ohne die Mama zu fragen, Mama, darf ich ein Stück? Das wurde uns von früh auf antrainiert, um alles Erlaubnis zu bitten. Ja. Und jetzt haben wir diese Kindheitsprogramme, wie viele alle, ja, die laufen natürlich auf Autopilot. Ja, das ist auf Autopilot gestellt, oder? Ja. Genau. Und diese Energie, die ist ständig am Laufen. Ja. Und so laufen wir durch die Welt. Und die Umwelt, die kann ja nicht anders reagieren oder Antwort geben auf das, was du aussendest. Und das ist wirklich ein großer Erkenntnisprozess. Also zuerst mal in dich eintauchen und dann mal schauen, was ich denn da ständig von mir gebe, ohne dass ich bewusst weiß, was. Das ist meine Stärke auch. Also ich begleite die Menschen wirklich da tief rein. Deshalb ist es so, dass ich tief gucke zusammen, weil ich dann die richtigen Fragen stelle. Und das Leben fordert dich auf, richtige Fragen zu stellen. Fragen, 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 weil die einzige Möglichkeit ist, raus damit. Am Anfang ist es, wenn man sich das nicht gewohnt ist, wer fragt dich schon oder wer interessiert dich schon für dich? Ja. Oder? Also, aber wenn ich mich selbst für mich selbst nicht für mich interessiere, ja, wer denn dann? Und so bin ich natürlich durch meine Geschichte geboren. Ich habe einfach gedacht, naja, die wollen mich nicht. Und das hat dann Autopilot technisch schon sehr früh angefangen, diese Ablehnung. Also ich habe mich dann irgendwann total selbst abgelehnt. Und dadurch ist natürlich mein Körper nicht wirklich glücklich gewesen, weil ich habe ihn dann belastet für Dinge, die er nicht zuständig ist. Also ich muss mal so wirklich sagen, der Körper funktioniert
mit einem Körpergeist und der ist unabhängig von mir. Und der Körpergeist, der macht, also wenn ich zum Beispiel in der Nacht atme und schlafe, da habe ich keine Kontrolle darüber. Und ihr wisst ganz genau, wie stark ich mein Kontrollbedürfnis oder wie ich das jetzt abgegeben habe im Intensivseminar. Aber das war so krass. Diese Kontrolle haben wir nicht und es ist echt eine Illusion. Und ich habe mich so, das habe ich festgehalten, diese Kontrolle. Und das war das, was mir so im Nacken mich gepackt hat und nicht losgelassen hat. Also auch wieder Intensivprogramm, liebe Gruppenmitglieder, die da noch nicht dabei waren, es lohnt sich, es war wirklich toll, weil es wird sichtbar. Ja. Und wieder das Sichtbarwerden, es wird einfach so viel, man kann auf einmal einen anderen Blickwinkel, einen anderen Fokus, genau, eine andere Perspektive einnehmen und es sieht wirklich anders aus. Und da entsteht Leichtigkeit, wenn wir unsere Standpunkte verändern. Also dass man nicht stur einfach jetzt, das hat bis jetzt einfach, es muss so und sondern genau, wir können da wirklich raus und ja, wir machen mal eine, ja, wie sieht es denn auf dieser Seite aus? Können wir ja. Und ja, das kann ich wirklich sagen, das kann ich, das mache ich auch gerne, das ist eine Leidenschaft von mir, aber ich fordere natürlich die Menschen. Und es ist wirklich für Menschen gedacht, diese 180-Grad-Drehung zu machen, davor, ja, weil es lohnt sich. Es lohnt sich. Jede Minute, wo man da investiert und auch manchmal auch finanztechnisch, es lohnt sich, sich umzudrehen. Und dann kommt der Weg des Friedens, der Weg der Freude, der Leichtigkeit, das Glücklichsein. Ich habe gestern das erste Mal ein Wow-Gespräch mit meinem Mann geführt. Und ja, es ist so toll. Und ja, und es wächst. Es ist ja so, dass ich seit 33 Jahren mit meinem Mann zusammen bin und Höhen und Tiefen natürlich durch mich selbst ja, auch durchlebt habe. Ich habe 3 wunderbare Töchter, die sind jetzt natürlich groß und ich freue mich auch, wenn ich da mich einbringen kann. Aber ich übernehme keine Verantwortung mehr für irgendjemanden, nur noch für mich selbst. Genau, weil die Selbstverantwortung, wir können einfach nicht für alles einen Schuldigen finden. Das ist, die Umstände, die sind manchmal echt krass, was die Menschen so haben. Und es ist wirklich leidvoll und da braucht es so viel Feingefühl, solche Menschen zu begleiten. Aber Hoffnung besteht und für jeden Menschen gibt es Hoffnung. Und wenn man dann auf die richtigen Menschen trifft, dann kann man ein bisschen ausruhen und das tut gut. Das gibt Mut, tut gut, weil man diese Anlehnung braucht zwischendurch einfach. Und das ist ja das Weibliche in uns. Der weibliche Aspekt in uns ist der, der dich in den Arm nimmt, der liebevoll mit dir umgeht, der dich nicht verurteilt und nicht wertet. Und der männliche Teil ist ja der, wenn ich jetzt so wie jetzt da so ein Projekt habe, dann sagt er, auf geht's, okay. Das ist der männliche Anteil, weil der natürlich dafür zuständig ist, zu gehen. Das ist nicht das Weibliche in uns, das verwechseln wir auch oft, dass wir diese zwei Hirnhälften getrennt haben und uns fokussiert haben, entweder oder. Und das Weiche, das Zusammenspiel von männlich und weiblich, das ist ein Paar. Und wenn das Paar nicht zusammen wirklich miteinander arbeitet, sondern ständig im Konkurrenzkampf steht, dann kommt immer ein Teil zu kurz. Zu kurz, ja. Genau. Und darum geht es ja mal, dass man wirklich diese Anteile in sich mal anschaut, wo bin ich zu stark fokussiert und wo bin ich schwächer unterwegs und da Ausgleich finden, dass man das anfängt zu leben. Und meine Schritte waren so, also ich habe dann mich intensiv mit diesen zwei Aspekten in uns auseinandergesetzt und ja, ich stehe jetzt zum Frausein und ja, ich will auch Frau sein. Und ja, ich genieße und genieße ist weiblich. Und ja, jetzt darf auch der Teil in meinem Leben Einzug erhalten. Und durch meine Arbeit, da freue ich mich, weil es
eine ganz andere Qualität ist jetzt, ab jetzt. Und dass ich muss nicht Probleme lösen für andere, aber ich darf andere Menschen begleiten. Und das ist für mich jetzt wirklich wow. Ich freue mich auf diese Herausforderung und ich weiß, es werden wieder Hürden kommen, aber auch die werden wir meistern, weil wir sind Meister und Meisterin. Wir haben es wirklich in der Hand, das zu meistern. Deshalb sind wir hier und ja, ich freue mich wirklich auf das, was jetzt noch kommen darf, was ich noch empfangen darf. Und dass ich mich nicht mehr verpflichtet fühle für irgendwas. Irgendetwas auch nicht mehr. Und die Einstellungen nochmals revidieren, das erfordert natürlich auch tägliche Arbeit. Und es ist so, in der Komfortzone sitzen, ja, das ist einfach, weil wir das so gut kennen. Wir kennen uns sowas von gut aus in diesem Schmerz. Und er war ja auch dieser körperliche Schmerz, diese Schmerzen, ja, das war ein Ersatz und das habe ich erkannt im Intensivprogramm. Es hat meine Eltern ersetzt. Ja, es waren sogar meine Freunde, wenn man das jetzt ganz krass, es ist eigentlich Stuss und verrückt, aber es war Ersatz für etwas, was ich vermisst habe. Und ja, jetzt kann ich das anders ersetzen. Und da freue ich mich natürlich, weil ich habe sie natürlich auch losgelassen. Und ja, es ist nicht ganz weg. Es wäre auch eine Illusion. Und es wird immer weniger. Ich muss das allen Mitgründern auch hier wieder sagen im Interview. Es ist nicht so, dass es von einem Tag auf den anderen einfach schwupp, wupp weg ist. Aber es lässt nach. Und je mehr der Körper entlastet wird, desto mehr werden die Zellen neu aufgestellt. Sie bekommen neue Programme. Und es geht ja dann darum, dass wir aus der Epigenetik her einfach diese Programme umschreiben. Und das braucht etwas Zeit, weil wir hatten auch viel Zeit investiert, diese Programme da rein zu tun. Ja. Und der Körper, der ist einfach träg und der braucht etwas länger, weil der manifest ist. Der Geist, der ist natürlich schon längstens da, wo ich das will, nur der Körper, der braucht jetzt einfach noch diesen Raum. Körper ist Materie. Körper ist einfach schwerfälliger. Das heißt, bis das sich hier wirklich in den Zellen jetzt setzen kann, bis das sich manifestiert, bis das wieder... Ja, also genauso so eine Tatsache wird, ja, wie es vorher war. Ja, vorher war halt, und dieser Switch, den braucht es, klar, aber dann braucht es einfach dieses Dranbleiben. Genau. Ja, und wirklich in die Materie zu kriegen. Und das ist eine tägliche Entscheidung, glaube ich. Es ist sogar, genau. Es ist wirklich krass, es ist wirklich von Minute zu Minute. Und wenn man das Zeit, wir haben so ein komisches, ist eine Ansicht von Zeit und auch da wieder mal über die Bücher gehen, es ist Raum und in dem Raum ist wirklich alles möglich und dass wir uns diesen Raum zugestehen, dass wir diesen Raum haben und tatsächlich diese Barrieren, wir müssen uns vor nichts schützen, wenn wir 100% bei uns sind, also 100% authentisch und Präsenz haben, dann brauchen wir diese Schutzmechanismen nicht mehr. Und da geht es ja darum, dass wir sukzessiv wirklich, ja, wir können natürlich nicht von jedem verlangen, dass er gerade die Barriere runter, das wäre auch von unserem System nicht machbar. Unser System braucht natürlich eine gewisse Anpassung. Aber dass wir wirklich Step by Step unsere Barrieren wirklich downen und dann kommen wir in unsere Größe, ja. Genau. Dass wir halt wirklich sichtbar sind, ja. Also dann sind wir wirklich, wenn alle Muster, alle Blockaden, so diese Vorhänge, ne, also so das Ganze, die Mauern, wenn das alles mal abfällt, ja, wo wir dann wirklich richtig sichtbar, echt zu 100% sind. Also ich denke, das ist auch so das Ziel.
Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Wow, wir sind ja echt schon durch. Hammer. Aber du hast vorhin ein bisschen Technik angesprochen oder so halt, ne? Neue Medien, das war ja für dich auch ein Punkt, wo du gesagt hast, boah, ja, offline ist ja alles okay, ja, aber online, oh, ja, aber du hast dich an alles rangewagt, ja, du hast ja wirklich auch dich ausgedehnt, was die neuen Medien angeht, das heißt, deine Arbeit gibt es jetzt auch online, ja, was heißt online? Du hast einen Raum geschaffen jetzt auch, das heißt eine Facebook-Gruppe. Theresa hat es schon richtig cool gepostet, immer wieder auch, ja, den Link für Magdalenas Gruppe. Also wer ja, da aktiver reingehen möchte und auch mit dir genau. in Kontakt und Austausch und auch mit, ja. mit anderen, die auch auf dem Weg sind, genau, und ja. die da auch weiterkommen wollen und die sich einfach untereinander austauschen möchten. Ja, nee, oder halt auch von dir einfach wirklich Erfahrungen, Input kriegen, genau. Tools, ja. Also vielleicht auch Tipps für den Alltag. Wie können sie das schaffen, dass sie immer mehr wirklich sichtbar werden, auch immer mehr von diesen Mauern abbauen. Und also wer da wirklich Lust hat und sagt, Mensch, von der Magdalena möchte ich mehr hören, auch wie hat sie das geschafft, ja, Schritt für Schritt. Oder auch persönlich einfach mal anschreiben dann in der Gruppe. Ja. Also das ist wirklich, dieser Raum ist zum Austausch da, zum Wachstum. Und ja, und du bist ja im Moment auch wieder neu am Kreieren von deinem Angebot. Ja, das hat sich ja jetzt auch nochmal gedreht, ja, wie du auch echt so eine Volldrehung hingekriegt hast. Ja, so, ist ja auch deine Dienstleistung hat sich verändert. Und das heißt, das ist im Moment noch so in den letzten Zügen, dass das wirklich nach außen geht, dass es wirklich auch ein Angebot für die Menschen gibt, die echt mit diesem Schmerzkörper rumrennen, ja, und die diese starke Sehnsucht haben nach dieser Verbundenheit, nach diesem, ja, im Endeffekt ist es Freiheit, ja, also dieses komplett Echtsein. Also das ist ja was, was jetzt im Moment so in den letzten Zügen ist und ja, also da sind wir auch gespannt schon, weil das wird echt was ganz, ganz Tolles, also deine Arbeit mit diesen Frauen, also ja, voll, voll schön. Vielleicht gibt es noch so ein, so abschließend so einen Tipp für diese Frauen, wenn die so am Überlegen sind, Mensch, was mache ich denn da oder wie? Gibt es so einen Tipp für den Alltag vielleicht? Einfach nur kurz, was ist so ein wichtiger Schritt? Ja, ich bin der Überzeugung, dass wir für nichts eine Garantie haben. Es ist wichtig zu spüren wirklich, was du wirklich brauchst. Und dann mal in dich reingehen und mal Notizen machen oder in den Wald. Also für mich ist ja der Wald, also ich werde meine Videos sind ja immer in der Natur, also ich bin ein Naturmensch und meine Natur spüre ich da am besten. Und ja, zu überlegen, was ihr wirklich, wirklich braucht. Nicht, was ihr wollt, sondern was ihr braucht im nächsten Step. Und Garantie, dass irgendetwas klappt, das können wir uns gleich abschminken, weil das funktioniert so nicht. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer nur überlege, ja, lohnt sich das? Und diese Frage, die ist vielleicht ein bisschen komisch. Es lohnt sich für dich selbst, Schritte zu machen, in Bewegung zu gehen, egal wie. Es kann auch durch eine neue Sportart etwas Neues, etwas, was du überhaupt nicht kennst, einfach in Angriff nehmen. Also ich zum Beispiel begleite natürlich durch mein Malen auch Menschen, die vielleicht einfach nicht sprechen wollen, aber vielleicht wollen die malen. Also ich animiere wirklich und inspiriere euch, in euch hineinzuhören und wirklich diese Frage zu beantworten, was brauche ich? Weil wenn da wirklich was kommt, dann wird das Richtige zu euch finden. Also ihr werdet gefunden. Also es ist so, man findet sich. Ja, vielleicht könnt ihr auch in den Kommentaren ja schreiben, ne? Also gleich vielleicht mal, ne, so kurz reinspüren auch, was habe ich denn gerade so das Gefühl, was ich brauche, ja? Was brauche ich denn wirklich zum Leben? Was tut mir gut, was spüre ich da? Ja, was kommt denn da? Vielleicht auch in den Posts mal gleich in den Kommentaren unten reinschreiben, ja? Also mal gleich teilen auch, weil das ist ja auch was so, dieses nach außen geben auch nochmal, ne? Sich trauen in dem geschützten Rahmen. Deswegen finde ich das ja auch schön mit deiner Gruppe jetzt auch, die du gestartet hast, wo ja ganz, ganz großer Andrang gleich war. Ja, also so du bist damit rausgegangen und schon waren einfach Anfragen da. Also man merkt, es ist einfach schon ein gewaltiges Thema. Ja, also das bewegt Menschen, das berührt Menschen. Dass da viele Menschen auf der Suche sind auch. Und also,
Ja, und gibt es noch, also weil wir immer wieder auch Teilnehmer haben in den Interviews, die so interessiert, was war denn für dich so das Wichtigste in der Zusammenarbeit mit uns? Oder gibt es für die Menschen so einen Tipp zum Programm oder zur Zusammenarbeit mit uns? Gibt es da was, was du aus deiner Sicht oder aus deinen Erfahrungen sagen kannst? Ja, da gibt es natürlich viele. Also ihr seid mir so ans Herz gewachsen. Also ich denke einfach, eure Begeisterung, euer Mitgehen. Ja, man wird nicht hängen gelassen. Ihr betreut uns wirklich unglaublich, Tag und Nacht fast. Das macht mir schon fast Angst. Also es ist unglaublich, was ihr da mitgebt von euch. Das ist nicht selbstverständlich und das finden wir ja auch nicht so viel. Aber wie gesagt, die Menschen, die gleich unterwegs sind, die treffen einander. Und die Qualität, die ihr auch uns gegenüber zeigt, macht und einbringt, die haben wir auch. Und das ist so eine Familie geworden. Und ja, wenn dann wieder Gruppenmitglieder sich verabschieden, kommen mir manchmal die Tränen, weil ich denke, ja, wir sehen uns zwar wieder, aber nicht mehr so intensiv. Das war für mich schon maßgebend, ich werde hier wahrgenommen. Und weil es auch das mit dem Sichtbar, oder? Das war für mich so ein Thema und ihr habt mich wahrgenommen. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, was ich erleben durfte. Ja, ich wurde von euch wahrgenommen und ernst genommen, ja, auch in dem Sinn. Und diese Unterstützung, das kann man auch nicht beschreiben, liebe Gruppenmitglieder, das müsst ihr einfach erleben. Es ist wirklich so, man erfährt es, man live und ja, ich kann einfach euch total weiterempfehlen. Ich werde es auch auf meiner privaten Seite natürlich dann auch noch weitergeben, weil es ist etwas, ein Geschenk. Ich nehme es jetzt wirklich als Geschenk an. Und ihr werdet mich ja noch ein bisschen begleiten, da freue ich mich. Und ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, weil dieses Mitgefühl, ja, das ist kostbar, wertvoll, kostbar. Und das schätze ich sehr an euch, ja. Genau. Wow. Ja. Dankeschön, Magdalena. Oh, ja. Ja. Also es ist, ja, das berührt einfach total, also das auch so zu hören, ja, weil es ist ja für jeden, das Programm ist für jeden was anderes auch und diese Begleitung ist auch für jeden was anderes und also dieses, ja, da bleiben dann die Worte gleich weg, gell? Ja, es sind schon Tränen und ich glaube einfach, das ist auch ein Zeichen von der Tiefe, die ist nicht oberflächlich. Und Tränen kommen immer dann, wenn es wirklich den Punkt getroffen hat. Und ja, das bin ich euch echt dankbar. Egal, was jetzt dann noch kommt oder kommen darf und so. Ich habe was ganz, ganz Tolles, was Wertvolles wieder. Und oder das erste Mal. Und ich bin wirklich wie ein kleines Kind. Ich freue mich auf den Teil, der nicht gelebt hat und dass ich den noch bis an ins Lebensende, ich weiß nicht, wie lange, dass ich noch Zeit habe, ausleben, zum Ausdruck bringen darf. Dank euch, ja. Ich habe wirklich viele Ausbildungen gemacht und so, aber es war nicht so, es war einfach immer Mind. Oft. Ja. Techniken, Mind. Und es hat viele gute Dinge gehabt, aber ich war immer auf der Suche nach diesem gewissen, und jetzt habe ich es eben mit euch gefunden. Genau. Ja. Wow. Ja. Ja, das ist bei uns natürlich auch total. Das ist für uns auch das allergrößte Geschenk, weil das ja auch immer das ist, wo uns das Herz aufgeht, das zu erleben. Ja. Also es ist gerade auch dieses, man kann vieles davon gar nicht beschreiben. Es ist wirklich dieses Erleben, Erfahren, auch dieses Miteinandergehen. Ja? Also wir haben ja auch diese intensiven Tage miteinander gehabt, die 7. Das ist ja mit das Intensivste, was man machen kann. Und das ist schon auch so, wo wir auch uns über jeden kleinen Schritt dann so freuen. Ja, ich meine, es hat viele Highlights innerhalb der 7 Tage auch nochmal, die ja wirklich sehr berühren, die sehr und wo... Ja, dieses Mitgehen, ja, dieses Miteinander und dieses, wo du sagst, Mitgefühl, ja, das ist einfach diese Freude bei uns auch, wenn wir sehen, wenn ein Mensch einfach zu seinem Kern vordringt, ja, wenn er einfach sich mal ganz, ganz anders wahrnimmt, spürt, wenn er wirklich so
an seine Instanz rankommt. Ja, und das ist für uns einfach das größte Geschenk auch in der Arbeit. Und deswegen danke auch, Magdalena, für dein Einlassen. So, ja, was ja, ist ja mit jedem so ganz anders. Und dich so in diesen vielen Facetten erleben zu dürfen auch. Mhm. Und jetzt auch, wo wirklich deine Arbeit nochmal wirklich sich ummodelt, ja, nochmal so gedreht hat und wirklich sich so vieles noch rauskristallisiert hat. Also das ist so schön. Und wir freuen uns jetzt auch natürlich, wenn das bei dir jetzt so wirklich auch dieser Ansturm in der Gruppe, ja, also nachdem du wirklich sagst, so, ich gehe jetzt online, ja, also so, ich wage mich an diese Medien ran und das zu erleben auch, dass das wirklich ankommt, dass da Menschen kommen, Mensch, die, da ist ein Bedürfnis da, da ist eine Sehnsucht da und es ist für uns einfach auch so ein Geschenk, ja. Ja, ich habe mir auch überlegt, das nächstes Jahr die 7 Tage sicher noch einmal zu machen, weil es ist ein, ja, es ist wirklich wow. Ja. Ja, interessant, oder? Und es ist eine interessante Ansicht und ich weiß, da ist noch was drin, dass das. Aber das ist ja dann mehr. Diese Geschenke auspacken. Genau, ja. Ja. Ja, so, ihr Lieben, es ist Zeit, das Mittagessen ruft bei vielen wahrscheinlich. Genau, dein Mann, Magdalena, der wird auch schon denken, was ist denn heute los? Nein, nein, der ist informiert und wir essen zu Abend. Wir machen es am Abend. Ah, das ist auch schickt. Ja, ja. Ja. Also vielen, vielen Dank für das Dabeisein heute von euch allen und mitgehen, live miterleben, wie das ist, wenn man wirklich peu à peu, Schritt für Schritt dran ist, sich selber zu verwirklichen und ja, und Schritt für Schritt auch diesen Schmerzkörper wirklich ad acta zu legen, ja, und abzulegen. Und ja, also vielen Dank fürs Dabeisein. Magdalena, danke für deine Zeit. Und ja, wir gehen ja noch, genau, den Weg ein bisschen zusammen weiter. Yeah. Ja, ich danke euch, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, hier das Interview zu machen. Ja, das bedeutet mir auch viel, einfach auch wieder sich sichtbar zu machen. Ja, und auch für meine Gruppenmitglieder möchte ich natürlich schon, dass sie sich auch outen. Weil da kann so viel bewegt werden. Das ist so, ja, toll, da freue ich mich. Ja. Ja, also geht in Magdalenas Gruppe. Theresa hat den Link schon reingestellt und sie hat auch reingestellt, wer jetzt wirklich zum Gespräch, wer zu uns zum Gespräch kommen will, weil er sagt, Mensch, das, was Magdalena da erlebt hat, einfach auch und den Prozess, den sie durchgegangen ist, will ich auch erleben. Also dann einfach zum Gespräch melden bei uns und am besten eigentlich beides. Ja, das heißt, die Gruppe zu Magdalena, am besten auch wirklich in die direkte Zusammenarbeit. Wenn du aber sagst, so das Thema Berufung und Lebensaufgabe ist deins, dann einfach Termin ausmachen bei uns. Also ja, dann sind so alle Türen auf. Es ist so schön, wenn alle dran arbeiten. Genau. Und somit verändern wir einfach ganz, ganz viel. Genau, und so wie du auch schon gesagt hast, das ist einfach auch in der aktuellen Zeit, das Bedürfnis wird immer größer danach. Ja. Und einfach das Ehrliche, das Echte, das wirklich Authentische auch zu leben und nicht mehr das, was irgendwie vorgegeben ist. Ja, und ich denke einfach wirklich, die Welt hat ein Recht auf dich, auf mich, auf alle. Und das ist dann wirklich maßgebend für eine große Entwicklung. Und wir können da wirklich einen großen Beitrag damit leisten. Ja. Jeder Einzelne. Natürlich um jedes bisschen, was verändert wird, oder was uns einfach eher in die friedliche Zeit rein manövriert. Und da braucht es wirklich jeden von uns. Also es gibt niemanden, der sich da irgendwie rausnehmen soll. Ja. Genau. Und du hast vorhin das Bild von Ernte, von Herbst gehabt und letztendlich ist es ja so, jetzt einfach Früchte ernten, ja, und das ist das Wichtigste, das ist das Ziel, ja, also von dem Baum ist das Ziel, ja, das Herbst, die Früchte, ja, dazu haben wir einen Obstbaum, ja, damit wir im Herbst ernten und das ist doch auch schön, wenn so quasi, wenn man schon viel gemacht hat in seinem Leben, dass man dann auch im Herbst wirklich ernten kann. Ja. Und dass, genau, man daran arbeitet, wie kriege ich als Mensch auch so meine Früchte. Ja. Genau. Also gut, euch allen, dir Magdalena, einen super schönen Sonntag und alles, alles Liebe, viel Erfolg jetzt, danke, auch in deiner Arbeit mit deinem neuen Angebot auch. Super. Mhm. Okay, also einen schönen Sonntag, danke, euch allen. Tschüss. Ciao. Danke.